Anfang der 70er Jahre, 70 kam Honecker an die Macht, 71, und ja, verkündete, dass also alles tabufrei sei. Wenn es nicht direkt gegen die DDR gerichtet sei, könnte man alles schreiben und sagen, die Kunst wäre frei. Auch den Kirchen wurde einiges versprochen. Und damals gab es dann Anfang der 70er Jahre auch bei den Künstlern überall so eine Bewegung, jetzt gibt es mehr Freiheit, war die Hoffnung, dass es eine partielle Öffnung geben würde. Aber das war eine große Täuschung. Und da ist es so gewesen, dass Robert Havemann, von dem ich Ihnen ja schon was gesagt hatte, Robert Havemann empfahl uns doch, in die Apparate reinzugehen. Das hatte der aus dem Westen. Also der Marsch durch die Institutionen, das war so ein Slogan der 68er gewesen. Und es traten dann Leute in Jena in die SED ein, Jürgen Fuchs und andere. Und ich konnte natürlich nicht in die SED gehen, es war ausgeschlossen. Ich trat in die CDU ein. Und das war der eine Grund, dass wir dachten, wir können in der CDU etwas verändern. Das andere Grund war, in der Dorfgemeinde, in der ich war, lastete auf allen Leuten, die eine Funktion hatten, in der Landwirtschaft oder in der Politik, der Druck, in die SED zu gehen und aus der Kirche auszutreten. Und da, mit den Leuten habe ich gesprochen, habe gesagt, wir machen eine CDU-Gruppe auf, ihr tretet in die CDU ein und damit hat die SED keine Spielräume mehr. Also sie haben es ja trotzdem noch versucht, einen da rauszubrechen, aber das war so eine Schutzfunktion für die Leute. Ich selber war dann bald nicht mehr so bei der CDU gefragt, wegen der Brüsewitz-Sache oder wegen anderen Sachen, wegen der Friedensbewegung. Das fanden die nicht besonders schön. Und ich bin dann, als ich dann nach Berlin gegangen bin, habe ich mich davon getrennt. War das für Sie kein Widerspruch? Ja, also wissen Sie, das waren ja mehrere. Ich denke auch in Jena, die in die CDU. Wir haben gesagt, was CDU-Politik ist, bestimmt nicht Gerald Götting. Das machen wir. Aber wir sind dann regelmäßig aufgelaufen. Also es war natürlich ein totaler falscher Idealismus, dass wir denken konnten, hätten diese Partei von innen verändern können. Aber ich meine, es gibt andere Beispiele, manche wurden auch wieder ausgeschlossen, aber es gab dann auch Beispiele, wo sich CDU-Funktionäre gegen den Ausschluss gewehrt haben. Also die CDU war nicht so ein homogener Apparat wie die SED oder die Stasi oder so etwas, sondern es gab schon da unterschiedlichste Haltungen und da war ein Kommen und Gehen. Aber den meisten Zustrom, den sie hatten, waren Leute, die nicht in die SED wollten, aber um ihre berufliche Karriere nicht zu gefährden, dann irgend so eine Blockpartei wählten. Und solche Leute habe ich kennengelernt und 89 spielten die ja dann auch eine größere Rolle. Aber ich würde dennoch noch mal nachsetzen, war das kein Widerspruch, Sie als Pfarrer jetzt in die Politik? Ja, wissen Sie, nachträglich, vor allen Dingen in der freien Demokratie, möchte ich gerne Kirche und Politik, die beiden Sphären trennen. Natürlich, die Kirche muss immer auch was Kritisches, wenn es nötig ist, sagen zur Politik. Und die Politik hat auch Anspruch auf die, also Ansprüche an die Kirchen, dass sie Sozialleistungen erbringt und dass sie ihre Kultur pflegt und was weiß ich alles. Aber damals in einer Diktatur sind diese Sphären verwischt. Das heißt also, die Kirchenleute, vor allem die kritischen Kirchenleute, waren ja quasi die einzigen, die etwas Alternatives für die Politik anzubieten hatten. Und gleichzeitig war es auch von der anderen Seite verwischt. Der Staat hat dauernd versucht, weltanschaulich auf die Leute Einfluss zu nehmen, auch antikirchliche Politik gemacht, also Jugendweihe, Nötigung zum Kirchenaustritt. Es gab ja sogar Kirchenaustrittsstellen, die eingerichtet worden sind. Und das heißt, er hat sich ständig eingemischt. Außerdem ist der Marxismus sowieso eine halbe Religion gewesen mit den ganzen Weihen und Schwüren und Ritualen, die sie da erfunden hatten. Das heißt, und da in diesem Sonderlage des Kommunismus und der Diktatur, natürlich galt das ja auch schon in der Nazizeit, da war also für viele evangelische Pfarrer klar, ich muss mich auch politisch einmischen. Nur war die Frage, wie?
versuche ich im Apparat etwas zu ändern oder versuche ich es von außen? Und ich habe es erst von innen versucht und dann später von außen. Also das ist sehr schwierig, wissen Sie, weil man in der Diktatur, wo knüpfe ich an, ohne mich und meine Familie total blanko zu gefährden? Ne? Und es gab Leute, die haben offen Widerstand geleistet. Die waren nicht lange in Freiheit, die waren dann im Gefängnis. Dann nach ein paar Jahren auch im Westen. Aber wir haben versucht, ja so mit weichen Schritten Öffentlichkeit herzustellen, Druck aufzubauen und in der Hoffnung, sie würden so langsam Reformen einleiten. Aber das ist nie in Erfüllung gegangen.